Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer brandneuen Folge von Back to the Past. Nach langer Zeit mal wieder eine Folge. Wundert euch nicht, irgendwas stimmt halt mit der Facecam nicht, beziehungsweise schon die letzte Zeit nicht mehr. Irgendwie werde ich nicht mehr richtig belichtet, obwohl ich nichts geändert habe. So, ich habe heute keinen Plan, auf welches Video wir reagieren sollen. Deshalb lassen wir heute den Zufall entscheiden. Wir haben hier 8 Videos, das hier lassen wir mal ein bisschen weg, weil das geht eine anderthalb Stunde, das gucken wir uns halt nicht an. Aber hier sind auf jeden Fall 8 Videos und eins dieser 8 Videos werden wir uns heute angucken mit dem Zufallsgenerator. Das heißt, ich gebe hier jetzt mal 8 ein. Der wählt also jetzt quasi eine Zahl von 1 bis 8 aus. Wir drücken auf Generieren und es ist Nummer 8, das heißt das letzte. Evolution of Serralation 2017 bis 2019 plus Trailer. Oh. Gucken wir uns das mal an. Serralation, wer es nicht kennt, war ja anfangs eine Comedy-Figur, die irgendwie so eine Königin aus Tista ist. Das ist in Russland. Danach hat die irgendwie nur noch gesungen, dann war sie lange Zeit verschollen und vor kurzem war sie jetzt wieder bei A Name for Halloween dabei. So, das ganze Video ist vom 18.01.2019. Dieses Video ist teilweise ein Trailer zum kommenden Video Serralation singt wieder. Kommentare sind deaktiviert. Wir gucken uns das mal an. So, also eine Evolution über die ganzen Jahre, auch von Videos, die nicht mal online kamen. Und alles hat im März 2017 gestartet. Irgendwie ist es ja schon gut, dass Klaas nicht mehr hier ist. Das ist Bescheid. Das hört immer auf dir. Gut, ich muss nur kurz meine Musikbox anschalten, ja? Musikbox an! Ich muss essen, glaub ich, geht. Ich bin Bettler. Ich muss essen, glaub ich, geht. Ich glaub, den Dog jetzt geht. Ich sitze da und geht, danke. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich muss nach Hause gehen, ich darf gehen? Was macht das für einen Sinn? Na, wohin? Nee! Juni 2. Oh Gott, der Copyright-Claim auch wieder. Oder? Moment mal. Ah, das war das mit dem tollen Bild. Nee, kein Copyright-Claim. Oh. Da ist es, pass auf. Mit diesem tollen Standbild. Da ist ja schon wieder der Günther. Doch irgend so ein, das ist doch ein Lama, der spuckt den ganzen Tag nur rum. Oh Mann. Der hat das schon auf der Mütze drauf. Okay. Gut. Der soll eigentlich gut sagen, aber das hört sich an wie dieses Do it. Von diesem Just do it! Das hört sich genau sagen. Do it! Okay! Do it! Do it! Ich bin jetzt aus Knast ausgebrochen, weil ich ja im Knast war und somit habe ich jetzt. Ich bin aus dem Knast ausgebrochen, weil ich im Knast war. Beste Argumentation. Warum sind Sie ausgebrochen, Frau Lation? Weil ich im Knast war. Das ist die ultimative Macht. Moment mal kurz. So, schon gut. Ich darf nämlich jetzt neue Haare. Meine alten Haare, aber das ist verwechselt. Ne? Ich durfte meine Brille auch behalten, ja. Ich durfte meine Brille aufbehalten. Ja, als ob die dir im Knast die Brille wegnehmen. Warum hängt da eigentlich schon wieder dieses... Wie heißt denn das Vieh? Leo. Bin ich bescheuert? Baby Leon. Leon? Löwe! Warum hängt dieser Baby Löwe da immer noch an der Wand? Ich dachte, der wäre...
Also ich habe ja das Zimmer wieder tausendmal umgestellt. Und der war ja schon, dieses Poster war ja schon in den Ananaskopf-Videos, in den ersten Ananaskopf-Videos schon präsent. Und ich dachte, ich hätte das, nachdem ich schon umgestellt habe, hätte ich das weggeschmissen. Aber was hängt das denn jetzt hier noch? Der Baby Leon. Ich habe neue Outfit. August. Moskau, Moskau, will die Gläser an die Wand. Russland ist ein Moskau-Band. Oh nein! Weißt du, hier haben wir den einen Schal, dann hier die Haare so von hinten rausgucken. Hier ist noch so ein Schal. Ach, der tolle Schrank, der ist immer auseinander gefallen, deshalb haben wir den irgendwann klein gehackt. September 17. Ach nein, der Ananaskopf, da ist er noch. So bescheuert. 5 Sekunden nachdem man die gesehen hat, spuckt er das erst aus. Schon wieder. So, vielleicht ein Garnigan von Russland. Tschüss. Warte, was war das denn? Steht da hinten im Regal. Was sind denn für Schachteln? Und warum steht da so ein Schrank genau vor dem anderen Schrank? Das ist. Ist das hier? Das hier denn? Ja, Wackelschrank, ne? Russland, tschüss! Die Gürtel wieder an der Wand. Oh, ich glaube, das hier, das. Ab hier hat man jetzt. Die Videos wurden gar nicht mehr veröffentlicht. Das sind jetzt Ausschnitte aus unveröffentlichten Videos. Irgendwie auch eine Top-Frisur da oben. Sing ich schon wieder die 3 Gürtel. Guck mal, da hängt nichts mehr an der Wand. Die 3 Gürtel hängen da und das Poster. Mehr nicht. Viel so fett in dem Paramorphis. To even get to keep the cat. Well, this how it is. I say rap, bap, badadidada. Dezember. Ach doch, das hat man wieder gesehen. Junge, sieht diese Wand aus. Hier sieht's aus, als wäre da Ben Lexer zu Besuch gewesen. Das Faultier nimmt seine Nahrung in die Hand und schmiert es an die Wand. Genau so sieht das aus. Hier das Poster. Guck mal, das sieht aus, als ob der schon gar nicht mehr so glücklich wäre. Hier oben fehlt ein Stück. Das gibt's doch nicht. Ey, das kenn ich doch. Wie ist denn da im Fernsehen? Hallihallo, mein Lieben! So, eure Sarah leise schon mal wieder. Warum ist das so leise? Ich komme aus Russland. Königin, ich sitze auf meine Haare. Gut, warum steht hier Klopapierrolle? Egal. Hey, Happy Dream, das kenne ich doch. Nee! Was ist das da im Fernsehen? Kannst du nicht erkennen. Ich glaube, das ist Mario Odyssey, oder? Deshalb habe ich was mitgebracht, falls ihr denn noch keine Weihnachtsgeschenke habt, ist es ganz praktisch. Ihr habt da nämlich Weihnachtsgeschenke gefunden. Das war das Weihnachtsspecial 2017, glaube ich. Falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt. Ich glaube, das habe ich am 25. hochgeladen. Falls ihr noch keine Geschenke habt. Jetzt aber schnell. Ich hol die mal eben, ja. Ich hol die mal eben, ja. Lichter Alufolie? Was ist das da? Ach, ich kann da. Warum ist mein Arm hier so erleuchtet? So, da hab ich was gefunden. Ich hab nämlich Haare geklaut. Haare geklaut. Da hab ich Perücken gekauft. Und deshalb. Das ist so eklig. Hab ich das echt mit dem DVD-Videosoft.com geschnitten? Da wurde immer dieses beschissene. Ich habe in meiner YouTube-Zeit viele, viele Schnittprogramme ausprobiert. Wir hatten einmal Arcs of Chopis. Ich glaube einmal, für ein einziges Video hatte ich sogar mal den Windows Movie Maker benutzt. Wir haben Filmora Dings da. Wir haben Magix Video Premium Deluxe oder wie das heißt. Wir haben Premiere Pro, hab ich jetzt aktuell. Wir hatten DaVinci Resolve. Dann noch irgend so ein anderes Magix-Teil.
den DVD-Videosoft.com Freeware? Gab es sonst noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ein Igel? Ja, ich hab, falls ihr dann noch keine Weihnachtsgeschenke haben solltet, habe ich eine Perücke. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr diese Perücke einfach anziehen. So. Und schon habt ihr neue Haare auf dem Kopf, falls eure Haare ausgewachsen sind. Ah! Ausgewachsen sind? Bei dem Lied muss ich immer an meine Französischlehrerin denken. Und deshalb haben wir gedacht, die können wir jetzt einfach hier so zu Kron anziehen. Und muss mal kurz meine Olga, ja? Die jetzt, oh, jetzt kommt. Schon den ganzen Tag hier rum. Der Stier. Ich habe auch übrigens neue Haare. Ich habe mir eine Perücke aufgezogen an Weihnachten. Jetzt ist die Wand komplett weiß. Jetzt hängt gar nichts mehr dran. Nicht mal da hinten steht. Da stehen zwei Controller. Oh, das Wii U Gamepad auch noch. Sieht aus wie im Irrenhaus. Wie in einer Gummizelle. Als hätte ich nichts im Zimmer stehen. Außer diesen Schrank mit den drei Controllern und das Bett. Aber ganz so was muss man auch einsperren, guckt euch das an. Februar 18. Ach, mit Hexenhut. Jetzt steht da echt nichts mehr. Die kriegt immer alles geklaut. Guck mal, in Wirklichkeit habe ich früher alles geklaut gekriegt und ich klaue mir jetzt einfach wieder alles zurück. So läuft der Hase hier. Ne? Ihr unterstellt mir immer, ich klaue anderen Leuten irgendwas. Nein! Ich klaue mir alles nur wieder zurück. Weil guck mal, das war eine Zeit, da hatte ich gar nichts. Da wurde mir alles geklaut. Hier, der Controller, der ist ja, den habe ich mir auch wieder zurückgeklaut. So sieht's aus. Und ich habe meine Hut mitgebracht. Ach, da war wieder der Beate-Spruch. Ich habe mein Buch mitgebracht und wisst ihr, was da drin steht? Da stehen richtig tolle Sachen drin. Und das hier oben, das ist meine kleine Anastasia. Das ist nämlich, wie nennt man das? Ratte. So. Oh wei, der Thomas Gottschalk. Da kann man Hexenhut auch so aufziehen, ja. Wo ist denn mein Hexen? Wie guck ich denn? Scheiße, jetzt ist er. Warte mal, darf ich das mal wieder? Aufziehen, ja? Wo ist... Warum gehen meine Augen manchmal so zur Seite wie bei so einem. Wie so bei so einer. So bei so einem Chamäleon? Guck mal, wie das aussieht, ey. Jetzt stellt euch die Augen mal rot vor. Stellt euch vor, ihr geht nachts durch irgendeine Seitengasse und seht plötzlich das da vor euch stehen. Mit so roten, leuchtenden Augen. Der kommt wahrscheinlich noch so auf euch zu. Auch meine Halskrause. Mitgebracht. Ach, schon wieder. Hab das Buch mitgebracht. Hab meinen Hut mitgebracht. Hab meine Mütze mitgebracht. Hayan liegt in Russland. Oh, da hängt mein Kalender an der Wand. Das ist wunderbare Stadt. Sonst nix. Denn bald ist es dieser Weg, heißt das warm in Russland. Und da muss ich mir natürlich vorbereiten. Ich habe heute Zipfelmütze an. Und meine PC ist kaputt. Ja, wenn ich jetzt Licht ausmache, ich mach meine PC jetzt aus. Hä? Ich mach meine PC jetzt aus. Und dann geht das Licht aus? Ja, es ist kompliziert. Wir wissen ja alle, meine Lampe, die hat sich irgendwie mit der Facecam verbunden. Und die Facecam mit dem Stör-Audio. Und ja. Russen haben die Macht, der darüber lacht, wird umgebracht. Tolle Kubot-Handy. Bitte?
Befolge diese Regeln und du wirst ein schönes Leben haben. Einen guten Morgen, liebe Klasse. Ah, das hat man auch wieder gesehen. Das war Ananaskopf, hat Mathe 2. Oh, oh, guck mal, da hängen Sachen an der Wand. Eine Dartscheibe. Und was ist das denn daneben? Und hier das tolle Teil. Hier irgendein Zettel, ich weiß nicht. Ah doch, das ist. Da haben wir die Katzen immer gewogen. Das waren die drei kleinen Katzen. Und bei Ali Kalender. Und oh, oh, guck mal hier. Der Ventilator. Was machst du denn hier? Was machen Sie denn hier? So laut. Also. Hier ist dein Buch. Hoffentlich. Das ist das einzige Video, das einzige alte Comedy-Video, was ich mir noch angucken kann. Also so von der Story her. Videoqualität, davon reden wir jetzt gar nicht. Oh, guck mal, was wir da hinten haben. Ist das nicht, das ist hier Nadine the Brain, oder? Müssen Nadine the Brain sein. Wirft ja nicht noch, ja. Wir können in diesem Irrenhaus überleben. Ja, das ist das Video, wo ich diese Milch getrunken habe. So, hallo alle mal wieder. Eure Sachen leuchten da, wie wunderbar. Das hat man wieder so, nicht gesehen. Ich muss kurz was erklären, denn ihr seht schon, ich habe meine Kleid nicht an. Guck mal, sogar das Kleid wurde geklaut. Ja, eine sehr verblüffende Story. Bitte bleibt alle auf Platz sitzen und haltet sich nicht fest. Ich war einkaufen. Ich war vorgestern einkaufen und hab mir was gekauft, das nennt sich Maamni. Das hab ich mir gekauft in DM. DM? Maamni Profni? Wat? Heißt das nicht American Brownie? Maafni Profni? Und ja, hab mir auch noch diese Rot. Das ist so ein Granatapfeltee. Mit so ein bisschen Zitrone und so. Also wie so ein Eistee. Der manche oder viele von euch denken wahrscheinlich, wer trinken sie, was, das schmeckt doch überhaupt nicht. Ja, das irgendwie schmeckt es auch nicht. Aber irgendwie doch schon. Es fühlt sich auf jeden Fall exotisch an, wenn man das trinkt. Das kann ich sagen. Es ist ungewöhnlich. Es schmeckt eigentlich nicht schlecht, es schmeckt ungewöhnlich. Warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht. Muss mir mal wieder vornehmen, den zu kaufen. Tot-Tee gekauft. Roter Tee. Was ist denn da los? Das habe ich mir gekauft von Globus, aber das war nicht Globus, das war DM. Da war ich gewesen, ja. Ja. Bin lang gegangen. Auf einmal war ich weg. Da bin ich auf Brücke aufgewacht. Brücke und hatte diese Klamotten an von, wie nennt man Butler? Genau, von Bettler. Hab ich Klamotten von Obdachlosen. Die war im DM einkaufen. Ist den Gang entlang gegangen. Auf einmal war sie weg. Wurde auf einer Brücke wach und hatte diese Klamotten an. Das macht Sinn. Das war nicht gut. Ich muss erstmal was trinken. War nicht gut. War richtig fein. Raue die Glötzchen alle wieder rein. Ist die Mutter para quien tento? Bella Ciao. Da ist das Singstar-Mikrofon und hier stimmt gerade irgendwas. Mit dem Greenscreen nicht. Ich muss mal ganz kurz die Kamera ein bisschen richten. Oh, das ist scheiße, da ist der Greenscreen schon zu Ende, egal. Oh, das erste Mal, dass ich One Moment in Time gesungen habe. War nämlich gar nicht. Also ursprünglich kommt das hiervon, nicht vom ersten Karaoke-Stream. Give me one moment in time. When I wanted, I thought I could be. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sachalation singt neues Staffel. Jetzt hängen da hinten, da stehen einfach irgendwelche Schränke. Und da hängt die Weihnachtsdeko an der Wand. Staffel, jetzt 2019. Neue Staffel, das war ein Video. 19 mit neuen Songs, neue Kulisse und neue Outfit. Ich habe gekauft in Kick Spottish Outfit.
Sportlich. Hey! Hä, als ob ich das schon mal gesungen habe. Ich hab mir das rausgesucht für einen Weihnachts-Karaoke-Stream. Das ist auch in der Playlist drin. Bus-Stop? Ich muss nicht zur Bushaltestelle. Was ist das für ein Lied? Musik Maker Fuchs. Achso, ist noch gar nicht an. Gott, wie sieht denn der aus? Hä? Das ist doch Polka, Polka, Polka. Warum hab ich da... Ich dachte, ich sing diese Lieder jetzt hier zum ersten Mal. Ich hab die schon mal gesungen bei dem Video. Ich hab mir Polka... Nee, halt. Das haben wir letztens gesungen in Name for Halloween. Aber ich hab mir auch ein neues Lied von Brinks wieder rausgesucht für Karaoke-Stream. Oh, jetzt freut sich der Dazer wieder. Der guckt hier eh nicht rein. Guck nicht drauf. Muss ich was singen? I'm not your toy, not your toy, used to be boy, this boy. Ja, ich weiß, das ist ein Fernsehsender. Danke fürs Zuschauen. Dieses Video war teilweise ein... Ey, ich habe auf Pause gedrückt. Mach den Guido, kannst da weg. Das ist ein Fernsehsender. Ey, drück doch mal auf Pause jetzt. Ey, was, hallo? Was ist denn jetzt los? Danke fürs Zuschauen. Dieses Video war teilweise ein Trailer zum nächsten Video am 25. Januar 2019. Sarah Lation singt wieder. Jo. Dankeschön fürs Zugucken. Ich glaube, das Video hier wird sich niemand angucken, weil Sarah Lation mag niemand. Warum auch immer. Denn generell mag Back to Past gefühlt niemand. Wo kommt denn überhaupt diese ganze Sonne her? Ich hab hier ja irgendwie... Guck mal, ich bin erleuchtet irgendwie. Kann nicht sein. Ich wollte eigentlich noch Minecraft aufnehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend um 18 Uhr zum großen Finale von Outlast 2. Seid auf jeden Fall gespannt. Kann ich noch irgendwas sagen? Nee, falls ihr Videos habt, die hier noch nicht in der Liste vom Anfang sind, dann schreibt ihr mir doch gerne auf Discord in unserem Channel. Jo, kann ich sonst noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Sonntag, falls ihr das jetzt am Sonntag guckt. Wenn ihr es irgendwann anders guckt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, wenn auch immer ihr gerade habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.